Hallo und Konnichiwa bei einem neuen Video hier auf dem Kanal von Kip Supernova. Mein Name ist Flaffo und ich habe die große Ehre, hier das neue Spiel, das Kip gerade entdeckt hat und ganz taufrisch gespielt hat, nämlich Ninjala, den Anfang von Ninjala oder Ninjala zu moderieren. Und Kip ist gerade dabei, für sich einen Avatar hier einen Charakter, Profilcharakter zu suchen. Er schwankt noch, er will auf jeden Fall einen männlichen Charakter haben. Wir sehen hier eine sehr große, bunte Auswahl. Es wird auch sehr bunt. Ninjala ist ein sehr buntes Spiel. Hey, der sieht ziemlich cool aus. Ja, aber der würde auch zu Kip passen. Ja, ich glaube, er hat sich schon entschieden. Und das ist die quasi erste Aufgabe. Ninjala ist seit dem 24. Juni offiziell released. Wir haben gestern allerdings den ganzen Tag versucht, es zu starten. Es ging nicht. Es hieß immer Wartungsarbeiten. Aber jetzt, heute am 25. Juli 2020, ist der große Tag. Jetzt hat es tatsächlich geklappt. Ich weiß noch gar nicht, ob meine Facecam hier überhaupt richtig am Platz ist. Ich sehe das Spiel jetzt auch zum ersten Mal. Das heißt, Kip hat es ja schon gespielt. Und ich bin jetzt nur der Moderator hier. Und es geht hier gleich mal los. Ich denke mal mit dem Tutorial. Wir warten mal ab. Aha. Nein, ich glaube, es kommt erst ein Einspielerfilm, wo euch gezeigt wird, was mit wie das ganze Spiel funktioniert und so weiter. Deswegen blende ich mich hier mal kurz aus und lasse euch den Film angucken. Viel Spaß, wir sehen uns gleich. So, also, das war der Film, wo gezeigt wird, wie alles funktioniert, welche Knöpfe man drücken muss und so weiter. Ich hoffe, man kann diesen Film hier auf YouTube zeigen. Und wenn nicht, dann, naja, dann wird das der erste Strike, den jetzt Kip von Nintendo kassiert oder eine Verwarnung. Ah, keine Ahnung, wir riskieren es einfach mal. Was denkt ihr? So, wir sind hier im Tutorial und ich sehe gerade im Tutorial wird das gleiche nochmal gezeigt wie im vorherigen Film. Deswegen können wir hier ein bisschen quasseln. Ich guck mal. Ist die Facecam so richtig? Alles, ja, stört auch nichts. Ich guck mal. So, auch die Webseite eingeblendet. Also nicht die Webseite, sondern die Adresse zur Webseite. Hier wird es nochmal erklärt, dass mit welchen. Jetzt wollte ich es vorlesen, dass ihr ein bisschen das seht, aber
Hier eine ganz wichtige Waffe, nämlich die Kaugummifähigkeit, wird mit ZL gedrückt gehalten und dann irgendwie abgefeuert auf den Feind oder auf die Gegner. Das Wort Feind gefällt mir nicht, es ist ja kein Krieg. Und es gibt auch so eine Blase aus Ninja-Kaugummi und drücke dann RAA, um die Waffe herzustellen. Und ja, das ist jetzt, da hat es ein bisschen sehr schnell gedrückt. Aber wir werden es ja sehen, wir sind hier keine Theoretiker, wir machen hier eher Learning by Doing. Und solange das Tutorial hier läuft, weil ich glaube, Kid muss ganz schön erstmal üben. Hier, Kane, ja, ne, ist ja bei solchen Actionspielen nicht gerade der Beste. Das wissen wir ja seit Splatoon. Übrigens, gestern war eine epische Schlacht, eine epische Splatoon-Schlacht, ja, wo Kid wieder mal phänomenal abgelaufen. Naja, gut, werdet ihr entweder morgen oder am Samstag das Video sehen. Ich bin eigentlich dazu gekommen, das zu moderieren und ja. Aber wir sind jetzt heute nicht bei Splatoon, sondern bei Ninjala oder Ninjala, wie wir das eigentlich richtig ausgesprochen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es aussprecht. Es gab hier vor ein paar Tagen einen Livestream von Nintendo, wo Ninjala vorgestellt, ich sage jetzt einfach mal Ninjala, das hört sich sympathisch an, wo Ninjala vorgestellt wurde, alles auf Japanisch. Und ja, das war sehr, sehr interessant. Ich habe noch überlegt, ob ich auch darauf live reagieren will. Das sollte, aber ich kann leider kein Japanisch. Ja. Deswegen, egal, wir sind hier, wie gesagt, eher die Praktiker und nicht die Theoretiker. So, ich schiebe mich mal da ein bisschen. Ja. So, sieht man es jetzt besser. Weiter im Text. Apropos Splatoon, Canon wird schon aufgefallen sein, noch Freunde der japanischen Computerspielkunst und Videospielkunst. Ninjala sieht Splatoon nicht ganz unähnlich. Also wir haben auch so eine Art Vorratstank auf dem Rücken und dann die Waffe. Und es wird auch irgendwie gesplattet, halt mit Kaugummi, nicht mit Tinte, aber hauptsächlich wird draufgedrischt hier mit diesem komischen Kaugummi. Kunststoff, Gummischwert oder was das ist. Jetzt wird der Kaugummi aufgeblasen und peng. Ja. Und dann sind hier auch noch so irgendwelche schwebenden oder fliegenden Hubschrauber-Roboter oder Drohnen. Ich glaube, Drohnen sollen es sein. Welche Funktion die haben, das werden wir auch während des Spiels noch rausfinden. Ich glaube, die muss man zerstören. Man kriegt dann irgendwelche Punkte. Das ist jetzt hier so eine super Waffe. Super Kaugummi-Mega-Waffe. Ja. Ja, cool. Also das Spiel ist optisch schon mal richtig beeindruckend, also ganz nach meinem Geschmack, also so richtig Kipp, Supernova mäßig, schön bunt, schön knallig, schön poppig. Und die Spielcharakter sind cute, ja, also cute im Sinne von, ja, cute eben, also was unter cute versteht jeder auch irgendwie was anderes. Ich glaube, streng auf Deutsch übersetzt heißt cute schlau, aber nicht schlau im Sinne von Intelligenz, sondern schlau von. Ihr wisst ja, diese Momente, wo entweder oh, Katzenbabys, oh, Hundewelpen oder wo ältere Damen dann so, oh, auch wie niedlich sagen, ja, das ist glaube ich, mit Kind gemeint. Da muss man schon schwer differenzieren. Schwer differenzieren. Oh, ja. Herr Professor Flaffo hat mal wieder gesprochen. Ja, egal. Ich habe ja auch hier für mich einen ganz tollen Hintergrund genommen, diesmal mit schönen Herzluftballons. So, Kip hat die, wenn wir schon bei, oh, sind Kip hat das Ding. Auf jeden Fall, ich glaube, die Ninja, in der Ninjala-Sprache das Pendant zu gesplättet oder Kakao gemacht wird. So,
Anscheinend sind wir hier jetzt im Hauptmenü angelangt. Also das ist das Hauptmenü und die Ninjalas sind praktisch, ja, also Kip wohnt praktisch auf dem Dach. Wir heißen hier übrigens genauso, also Kip heißt hier genauso wie bei Splatoon, wie auch bei allen anderen Nintendo Switch Spielen, Kip Splat. Ja, also wir lassen den Namen einfach bei, damit auch jeder weiß, wenn er von einem Kip Splat besiegt wird, oder meistens, wenn er weiß, dass er einen Kip Splat besiegt hat, dass das hier unser Kip ist, ja. Bürgerlicher Name Kip Supernova und Nintendo Name Kip Splat, weil für Supernova keinen Platz mehr war. Na egal. Also es gibt hier verschiedene Funktionen. Also hier gibt es zum Beispiel eine Nachrichtenfunktion. Da kann man dann richtig lesen, was gerade Neues passiert ist. Und es ist schon eine ganze Menge passiert dafür, dass das Spiel gerade erst angefangen hat und wir noch nicht wirklich gespielt haben. So. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, habe gerade gesehen, dass einer meiner Lieblings-YouTuber gerade live gegangen ist, ja. Xion, ja, ein Hund, ein Red Panda, ein Hund, checkt ihn gerne aus. Der spielt immer GTA, aber wir sind jetzt hier bei Ninjala. So, oh, man kann auch einen Hochzeitsfrack, einen Hochzeitsstyle hier irgendwie kämpfen. Die Klamotten sind übrigens ziemlich cool, also wie gesagt, richtig in Kip-Manier. Man kann sich hier auch ein anderes Outfit zulegen. So diese, wie nennt man das eigentlich? Sind das Rapper oder Hip-Hop-Schlabber-Hosen? Irgendwas, keine richtigen Schuhe, sondern eher so Stiefel. Das passt auch zu Kip, sehr gut. So, hier ist der Shop, hier kann man einkaufen. Hier kann man, glaube ich, Nachrichten lesen oder Filme angucken, irgendwie sowas. Also Kip ist hier auf jeden Fall in der Meditationshaltung hier, oder kann man hier Filme angucken? Es ist leider nicht beschrieben. Oder bin ich mit meiner Kamera jetzt gerade drüber? Ich mache mal die Kamera kurz weg. Nee. Also es ist jetzt nicht wirklich beschrieben, was man da machen kann. Hier heißt es Learning by Doing. Wir probieren einfach aus. Aber ich glaube, Kip will jetzt so langsam mal in ein richtiges Spiel, weil genauso wie bei Splatoon spielt man hier auch gegen echte Gegner, also praktisch nicht gegen eine KI, sondern gegen Leute, die auch hier registriert sind und dann ja, gegeneinander gekämpft wird. Jetzt ist Kip hier nochmal Ereignis, irgendwas. Nee, da kann man kein Spiel anfangen. Da kann man nur gucken, was man kaufen kann. Das ist der Shop. Kip, hast du das oben links nicht gelesen? Das habe ich sogar nicht gelesen. Und so viele Ninjalas, oder wie ist da die Währung? Oder Yalas, ich glaube Yalas ist die Währung in dieser Welt. Da werden es gleich sehen. Ja, der will jetzt irgendwie Ninja-Bundle kaufen. Er hält bis 27. August. Also hier laufen die Dinge auch, die Zahnbau und Augen auch ab. Yala, also Yalas ist die Währung. Und 2800 braucht man, wenn man das Bundle haben will. Und den Pass. Da muss man auch einiges haben. Aber genau wie bei Splatoon kann man sich auch hier, denke ich mal, das Geld erspielen. Und hier ist jetzt macht er Liegestützen. Ja, wie gesagt, die Animation gefällt mir sehr gut. Also was die Optik angeht, von mir schon mal 10 von 10 Punkte. Ja? 10 von 10 Punkte. Also das ist wirklich richtig cool. Cool und richtig schön ansprechend. Was ist jetzt nochmal im Shop? Da er sucht gerade den Kampfmodus. Wo kann man kämpfen? Ja, hier. Das sieht man an den gekreuzten Ninja-Schwertern und Ninjutsus nennt man die. Ninjutsus. Also die Ninja-Fans und Ninja-Experten unter euch werden da sicher einige Begriffe erkennen. Oder manche werden vielleicht auch sagen, was hat das mit Ninja zu tun? Ah, okay, hier kann man Stories lesen. Das sieht aus wie ein Manga, Ninja, Ninjala-Manga. Wird sich übrigens auch nicht lange darauf warten lassen, dass das gedruckt erscheint. Kann man im Nintendo Shop kaufen. Also da muss man anscheinend echtes Geld anlegen, weil, große Überraschung, das Grundspiel ist kostenlos. Ihr könnt das im Nintendo Shop, im Nintendo eShop einfach runterladen und sofort anfangen. Also es kostet nichts.
sowohl dieses hier überhaupt mitzuspielen, kostet nichts, als die Registrierung und so, aber auch das Spiel an sich. Also, ich weiß nicht, kann man jetzt auch im Laden gehen und das auf CD oder auf dem Chip oder so kaufen? Keine Ahnung, aber ich glaube, es ist eine reine Online-Geschichte und man kann es einfach auf die Switch runterladen und dann anfangen zu spielen. Dann ist es also kostenlos. Gut, hier kann man sich jetzt angucken, wie schon wer wie gespielt hat. Aber wir wollen jetzt in den Kampfmodus. Kipp, jetzt mach mal hinne. Aha, endlich. Und hier steht: Ah, gut, wir können sofortiges Spiel. Ninjala Kämpfe, da kann man nach eigenen Regeln dann den Lobbykampf, wo man Gegner zum Kämpfen finden kann oder auch trainieren. Und wir wollen ein schnelles Spiel im Battle Royale Modus. Battle Royale Modus, das ist so wie bei Fortnite zum Beispiel. Basiert, meine ich, wegen dem Begriff an sich auf das auf dem Manga Battle Royale. Wer das nicht kennt und noch nicht 18 ist, bitte nicht angucken oder lesen, weil das ist ziemlich brutal. Aber das ist so das sogenannte ja, The Winner Takes It All Prinzip oder es kann nur einen geben Prinzip wie bei Highlander. Da kämpfen einfach alle gegeneinander und der letzte, der übrig bleibt, hat gewonnen. Das ist das Battle Royale Prinzip. Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege. So, hier, das kennen wir schon ein bisschen aus der Lobby von Splatoon. Jetzt, da kann man praktisch, da sieht man praktisch schon seine Mitspieler, beziehungsweise das sind jetzt diesmal alles Gegner, also es ist jetzt kein Teamkampf, sondern man ist praktisch alleine. Und das ist jetzt ein ganz tolles Feature, nämlich während man auf die anderen Spieler wartet. Ich denke, die Wartezeit wird jetzt, wo das Release gerade draußen ist, ein bisschen auf sich warten lassen, nicht auf sich warten lassen, es wird ein bisschen länger dauern, bis da alle Spieler gefunden werden können. Und diese Wartezeit, da kriegt man nicht irgendwie ein Bildschirm, wo man wartet, 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 sondern man kann hier ein bisschen trainieren. Allerdings glaube ich, kann man in diesen Trainingsphasen keinen Vorteil oder keine Punkte holen, sondern einfach nur so trainieren. Da kann man eine KI dann verfügen, die irgendwie unendlich viele Lebenspunkte hat. Das ist übrigens auch ziemlich cool. Man kann an die mit den Wänden hochlaufen. Glaube ich, wegen dem Kaugummi an den Schuhen. Ja, an den Kaugummi an den Schuhen. Sieht man in dem pinken. Das ist sehr schön. Die Steuerung, muss ich sagen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin die Bewegungssteuerung gewöhnt von Splatoon, also wo man praktisch das Pad so hin und her bewegen muss und dann sich die Kamera mitbewegt. Ich glaube, das kann man hier bei Ninjala aber auch so einstellen. Jetzt ist hier praktisch so, dass man praktisch nur mit den Steuerkreuzen die Bewegung. Aber das macht nichts. Ja, das macht nichts. Das sind diese sogenannten Drohnen, die man da zerdeppern kann und dann, ich glaube, da kriegt man auch Punkte. Also auf jeden Fall. Das, was da unten da so aufleuchtet, wo man X drücken muss und aufflammt, das ist so eine Spezial Attacke, die wird dann immer aufgeladen, wenn man bestimmte Dinge ge gemacht hat oder gekämpft hat. Also man kennt vergleichbar mit der Ulti-Waffe bei Splatoon. Also ihr seht schon, ich werde hier sehr oft noch Splatoon erwähnen und das mit Splatoon vergleichen. Wobei ich möchte jetzt nicht sagen, ach, das ist jetzt bei Splatoon besser oder schlechter, sondern es ist eben trotzdem immer noch ein anderes Spiel. Ja. So. Nochmal die Wände hoch. Ja, ihr seht, es dauert eine Weile. Ich gucke gerade, ich glaube, ich verdecke mit meiner Kamera, wie viel? Gut, 7 von 8 Spielern gefunden. Also das finde ich wirklich gut, dass man in der Wartephase hier sich austoben kann. Vor allem für die Kids, die wo sich bewegen wollen und vielleicht auch ein bisschen hyperaktiv unterwegs sind. Ja, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist nicht böse gemeint. Aber wir alle sind ja irgendwo hyperaktiv und die, boah, eine Riesen. Kaugummiblase. Und damit kann man dann seine Gegner an die Wand kleben. Ja, mal gucken. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft Kipp jetzt an die Wand geklebt wird. Dann, wenn es losgeht. Jetzt endlich los. Anscheinend doch noch eine Weile dauern. Wir melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran. So. Ich habe gesagt, bleiben Sie dran und schon ging es weiter. Also das war eine kurze Pause. So, aber hier auf dem Kanal wird es keine Werbepause geben, jedenfalls noch nicht, weil wir noch nicht monetarisiert sind. Haha. So, oh, hier sind aber einige, die wo aus dem Wiki.
Da haben sich einige denselben Avatar geholt. Und es geht los. Es geht los. Das allererste Spiel, Ninjala, geht in die Runde und Kip haut schön um sich. Ich hoffe, der Ton ist gut. Wir wollen auch was von der coolen Musik und von den coolen Kampfgeräuschen hören hier. Bom, Ippon, Ippon. Ja, man sieht auch hier den Gegner, der einen gerade an die Wand geklebt hat, als man dann an die Wand geklebt. Ja, so können wir kidnappen. Dann mal 10 Sekunden klebt er schon an der Wand. Das Spiel gibt hier übrigens anscheinend einige Tipps, was man drücken kann oder sollte. Ich glaube, Kip, du wirst da gleich von hinten angegriffen. Da war schon jemand unterwegs. Yoshi hat souverän zurückgesplattet den Kaugummi. Ippon und 2. Schon wieder an die Wand geklebt. Weiter geht's. Also, wie oft ist jetzt Kip an der Wand geklebt? Zweimal. So, ich will mich aber nicht mit Kip beschäftigen. Ja, also, es ist das erst allererste Spiel. Und das soll ja vor allem Spaß machen. Hier gibt das Spiel anscheinend irgendwelche Tipps, welche Knöpfe man klicken muss oder sollte. Und Splat Nummer 3. Aber Ippon Nummer 3 Splat gehört eher zu Splatoon. Ja, es ist Kip sauer. Ja. Ihr wisst ja, er ist ein sehr schlechter Verlierer, aber ich glaube, deine Ulti war bis aufgeladen. Und er setzt sie auch ein. Ippon, ich glaube, er hat jemanden besiegt. Ja, sehr gut. Ja, also Glückwunsch, Kip. Und nochmal Kaugummi. Schön hier. Hinter Kaugummi. Himbeergeschmack. Ja. Nein, nicht Himbeergeschmack. Oder Blaubeergeschmack. Ja, wurscht. Irgendwer irgendwas. Und 4 zu 0. Ja, hier schon wieder an die Wand gesplattet. Von Face Ninja. Face Ninja. Ich glaube, das Spiel kann sehr viel Spaß machen. Und 5. Fünften Mal an die Wand gesplattet. Mensch, gebe es wirklich nicht auf. Das ist doch nur ein Spiel. Und es ist ein ziemlich cooles Spiel. Das ist eine Mischung aus cool und niedlich. Ja, so richtig süß. Nicht zu lange gucken, sonst hat man ja Karies. Ja. Ja. Jetzt kommt irgendein Hinweis: große Waffe herstellen. ZL und A drücken. Ja, das versucht Kip die ganze Zeit. Aber wenn man klappt, wenn er angegriffen wird, hat er irgendwie. Und das 6. Mal an die Wand geklebt. Ippon. An die Wand geippont. Von, jetzt habe ich den Namen gelesen, ist auch wurscht. Schön die Drohnen verbrüllen, das gibt ja auch Punkte. Ich glaube, ich verkürze mit der Kamera die Punkte. Ich mache meine Kamera mal schnell. Ja, ich verdecke die Punkte. Setze ich mich mal hier unten hin. So. Also 2, oh, 2586 Punkte für Kip. Das ist nicht schlecht. Oh, jetzt werden hier die Kisten irgendwie rumgeschoben. Und verprügelt. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ende. So, welchen Platz hat Kip's Blatt in seinem allerersten Ninjala-Spiel erreicht? Platz 5. Yoshi oder Yoshi ist der Ippon-Meister. Ja, also Gamer auch nicht schlecht. Und Kip hat den. Und Kip hat den 5. Platz. Platz erreicht. Ja, der wollte. Das ist jetzt irgendwie nicht. Ich finde das wollen jetzt ein bisschen übertrieben. Er ist ja nicht auf dem 5. Platz. Ist auch keine. Also ich glaube, wenn man nicht mit den ersten drei auf den ersten drei Plätzen ist oder so.
gekostet. Er hat ja nichts verloren, er hat ja ordentlich Punkte gemacht. Und das für das allererste Spiel. Mein Respekt, nicht schlecht, Herr Specht, richtig, richtig gut. Und er geht in die nächste Runde. Und wir sind hier wieder in der Wartephase. Wir melden uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. 8 von 8 Spieler sind gefunden. Das kann gar nicht mehr lange dauern. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zu dem Spiel allgemein und welche in Anführungszeichen Auswirkungen das Ganze haben könnte. Ich sehe jetzt schon, ich sehe und höre jetzt schon Pädagogen, Pädagoginnen sagen: Uiuiui, schon wieder so ein Trend. Noch schlimmer wie Pokémon. Jetzt prüfen sich da schon wieder die Kiddies und dann sehe ich jetzt schon wieder den Aufschrei und lalalala. Leute, es ist ein Spiel, ja, und es ist ein Sportspiel und es wird hier auch niemand umgebracht und es gibt kein Blut und nichts. Und ich glaube, es könnte Kids eher dazu motivieren, Sport zu machen, weil hier wird richtig rumgerannt, hier wird richtig, ja, es ist ja richtig schön, wenn man bei einem Spiel auch mal positive Auswirkungen sehen würde, nicht immer nur negative. Und es soll auch vor allem Spaß machen, ja. Und es geht los. Der zweite Kampf. Kip hat ordentlich trainiert und jetzt kann er richtig sein, richtig in Nippon. Was bedeutet die Zahl hier oben? Sechstens, dritte oder fünftens? Ah, auf welchem Platz er gerade ist. Eieieiei. Jetzt ist das Spiel gerade released. Da sind schon Leute mit einer Spezialattacke und Kip ist schon wieder an die Wand geklebt. Von Gabriel oder Gabriel, einem blonden, ja, ich hat blaue Haare und ich denke, er wird auch die blauen Haare behalten, weil die blau ist, also nicht blau in dem Sinne, sondern wirklich blau, eigentlich blaue Haare, da ist ja ein Fabian. Das soll jetzt kein Jumpscare gewesen sein, sondern meine Facecam hat wieder irgendwie keine Ahnung was gemacht, aber ihr hört ja meine Stimme. Und gleich bewege ich mich wieder. So, und da bin ich wieder. So. Und Kip kriegt ordentlich eins auf die Mütze. Auf die Mütze im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat eine Mütze auf. Und zack. Und zack. Ich glaube, sein Gegner kriegt eins auf die Mütze. Soll das vielleicht der erste Sieg für Kip sein? Dass er hier ein. Nee. Er wird selber genippt von Ink Game TV. Ink Game TV. Schön die Wände hoch. Das ist, also das ist eine ziemlich tolle Fähigkeit. Also das gefällt mir richtig gut. Seht euch mal den Hintergrund da an. Ist das eine fiktive Stadt oder soll das eine echte Stadt sein? Ich habe vorhin mal im Vorspann auch die Freiheitsstatue gesehen. Und ich denke, es ist eine fiktive Stadt. Ein Mix aus Tokio und New York oder so. Ja, jetzt ist irgendwie da das Menü aufgegangen. Keine Ahnung, wie Kip das gemacht hat. Er hat irgendwie den Knopf gedrückt. Wie gesagt, er muss in dem Spiel natürlich erst warm werden. Also jetzt hier gleich große Wunder erwarten, ist unrealistisch. Und da liegt er am Boden und er kann er seinen allerersten Sieg. Dass er mal jemanden nimmt und reicht in der ersten Runde ja auch jemanden nimmt und. Jetzt ist hier gut. Leier, irgendwas. Ah, ja, er blitzt weg. Jetzt wieder zum Gegner hin. Bringen diese Dragon Balls, wo da überall rumstehen, auch umliegen auch irgendwas, wenn man die einsammelt. Er hat's geschafft. Er hat wirklich jemanden an die Wand geklebt. Ha, Herteln und hier. Jawohl. Schon wieder große Waffe herstellen. Dann muss man den Knopf drücken und irgendwie. ZL und A. Ja, das ist alles Übungssache. Wir kommen Gegner, da kann man das ausprobieren. Noch 53 Sekunden. Schön hier die Drohnen vermöbeln. Auch Kip wird angegriffen. Jetzt kann er seine Spezialwaffe. Nein, war zu spät. Er ist schon wieder geniebt worden. Von MD Twin. Ich muss richtig gelesen haben. Keine Ahnung. Ah, das sind die Plätze da oben, wo man das sieht.
große 4. Jetzt ist das ist der Platz, das ist über Platz 4. Jetzt hat er nochmal. Ah, er hat jemanden in die Pond wieder anscheinend. Jetzt ist er auf Platz 3, 8, 7, 6, 5. Jetzt hat er sich in der Kiste verwandelt. Wir haben das gemacht. Ah, er hat ZL und R und A gedrückt. Und Ende. Und, ach, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Gut. Ah, vierter Platz, also ganz knapp. Vorhin war er noch auf dem dritten Platz, jetzt vierter Platz. Aber, hey, das ist immerhin, das ist Welt. Also, das ist schön, das ist richtig, richtig gut. Da kann man nicht meckern. Und die tolle Optik und das coole Design, vor allem auch die Musik und alles und überhaupt die Spielidee, es macht riesen Spaß. Macht das mit der Welt, deswegen nicht weinen, Kip, ja, nicht weinen. Alles gut. So, Lucy, ein junges Mädchen, das ihr verborgenes Talent lange geheim hat. Sind das etwa Anspielungen auf einen Story-Modus? Gibt es hier überhaupt einen Story-Modus? Wie auch immer. Wir haben etwa ein Abzeichen, Bronze, unser Abzeichen, was immer das dann auch bewirken mag, werden wir im Verlauf der Spiele sehen. Es soll nicht das letzte Spiel gewesen sein, auch wenn wir hier jetzt Schluss machen für heute. Es hat mich gefreut, eine halbe Stunde ist lange genug. Hier, ja, Peng, ja. Gibt nicht. Während der Meditation hier gehen und schlafen wollen. Na, das geht nicht. So, was diese Katze und dieses komische gelbe Wesen hier zu bedeuten hat, werden wir hoffentlich auch erfahren. Also es gibt sehr viel zu entdecken in diesem Spiel. Manche sind wahrscheinlich schon weiter, weil sie die Beta-Version gespielt haben. Aber die war irgendwie nicht spielbar. Also wir haben die ganze Zeit versucht, die Beta-Version zu spielen. Und es hieß immer nur Fehlercode bla bla bla. Wahrscheinlich war der Server oder das Netzwerk total überlastet, weil alle Ninjala spielen wollten. So, hier sind wir auch schon am Ende. Ich schiebe mich nochmal nach oben. So, das soll es für heute auch gewesen sein. Es war Ninjala Ausgabe Nummer 1. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Keep wird auf jeden Fall mehr Ninjala spielen. Und natürlich auch zeitgleich Splatoon. Das Spiel mit Freunden, wo Kip ordentlich eingesauft wurde, gibt es höchstwahrscheinlich erst morgen zu sehen. Ja, ansonsten hat es mich gefreut. Freut ich euch auch auf den nächsten Nightstream. Bis dahin, habt euch gewohl und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ippon.